Hey, meine lieben Kubis und willkommen zum 30-Fragen-Tag, denn ich wurde getaggt von dem lieben Bash, Sergeant Bash, danke an dich, Süße. und ja, ich würde sagen, bevor ich hier groß rumrede, fange ich einfach gleich an. Also für Tags nicht kennt, ich beantworte einfach 30 Fragen, die ich bekommen habe, wie jeder bekommen hat, der getaggt wurde mit diesem Tag. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, bevor ich noch mehr scheiße laber, fange ich einfach an. Laptop oder Computer? Ganz eindeutig Computer, weil er einfach mehr Leistung hat. Und mir haben Laptops einfach zu wenig Leistung. Und wenn du wirklich einen Laptop willst, der gute Leistung hat, musst du so viel Geld bezahlen. Da bleibe ich bei Computer. McDonald's oder Burger King? Eindeutig McDonald's, weil ich es einfach leckerer finde. Ich weiß nicht. Ich mag McDonald's einfach. Ich weiß, dass es da nicht so nett zugeht mit den Tieren, aber ich weiß nicht, ich mag McDonald's einfach, ist es einfach so, ne? So, weiter. Deo-Roller oder Deo-Spray? Eindeutig Deo-Spray, weil ich weiß nicht wieso, ich benutze einfach nur Deo-Spray. Ich benutze einfach keinen Deo-Roller. So, weiter. Äpfel oder Erdbeeren? Eindeutig Erdbeeren, weil ich die einfach leckerer finde als Äpfel. Aber ich mag Äpfel auch. Ich finde die auch schon lecker, aber Erdbeeren mag ich lieber. Katzen oder Hunde? Ganz eindeutig Katzen. Weil ich selber eine Katze besitze und ich Katzen lieber mag und ich auf Hunde ein bisschen allergisch bin. Aber ich finde, Hunde sind auch ganz süße Tiere. Aber nee, ich mag Katzen lieber. Blond oder braun? Also damit ist, denke ich mal, die Haarfarbe von meiner Traumpartnerin gemeint. ich finde blond besser, aber jetzt nicht so gefärbt, also nicht so gefärbtes Blond, sondern so naturblond eher, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich mag blond mehr, aber braun ist auch ziemlich heiß. süßes Essen oder herzhaftes Essen? Eindeutig herzhaft, weil ich finde, dass mir, also süßes Essen wird mir irgendwann so auf den Geist gehen, jetzt ehrlich, ich hätte einfach keine Lust. So, jetzt hat mich irgend so ein Spacko angeschrieben auf WhatsApp. Ignorieren wir das einfach mal. Und bevor das nochmal passiert, stelle ich mein Handy kurz auf stumm. Aber, um schnell weiterzureden, eindeutig herzhaftes Essen, weil ich das einfach viel lieber esse, als die ganze Zeit irgendwas Süßes oder sowas. Lego oder Playmobil? Boah, Leute, das ist jetzt eine Frage, da werde ich mich blamieren. Kein zum beiden, weil ich, ganz ehrlich, ich hatte mal Lego und ich habe das zusammengebaut, aber habe dann nie damit gespielt. Und Playmobil hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ganz ehrlich, ich habe damit so wenig zu tun gehabt in meiner Kindheit, das ist für die meisten wahrscheinlich gar nicht vorstellbar. So nach dem Motto, was? Du hattest kein Lego. Was bist du für ein Unmensch? Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte damit keinen der beiden wirklich viel zu tun. Aber ich finde an sich Lego ein bisschen cooler. Weil man da halt noch selber zusammenbasteln kann, ne? So, weiter. Nike oder Adidas? Boah. Das ist schwer. Ich mag beide Marken eigentlich ziemlich stark, aber ich würde fast sagen, ich bevorzuge von Sport Adidas, aber von Marken für so Freizeit eher Nike. iPhone oder Samsung Galaxy? Keins von beiden, weil ich... wieso steht da eigentlich nur iPhone und Samsung Galaxy? Wieso? Ich meine, darf man hier nicht irgendwie andere Handys besitzen wie Nokia? Nein, nur ein Witz. Ich bin der richtige Sony-Fan. Ich habe auch hier, wenn ihr das hier seht, ein schönes Sony Xperia Z. Und ich bin damit mega zufrieden und ich mag Sony einfach viel mehr als Apple oder Samsung. Zumindest von Handys her. So, weiter. Party oder chillen? Eindeutig chillen. Ich mag Party zwar auch. Ich bin sowieso mega aufgedreht in meiner Freizeit, also wenn man meine Freunde mal fragt. Aber ich finde chillen einfach geiler. Also, ich weiß nicht, ich chill einfach richtig gerne. Keine Ahnung warum, ich bin einfach so. Subway oder KFC? Eindeutig Subway. Ich liebe Subway. KFC ist auch lecker, aber ich liebe Subway. Nichts über Subway. Wenn ich die Wahl hätte, für den Rest meines Lebens das gleiche Essen zu essen, dann würde ich Subway nehmen. Ich würde den ganzen immer bei Subway essen. Ich finde es einfach so mega lecker. Ja. Links- oder Rechtshändler? Eindeutig Rechtshändler. Ich kann mit links nämlich fast gar nichts. Cola oder Fanta? Eindeutig Cola, weil ich das einfach leckerer finde. Horror oder Liebesfilme? Eindeutig Horror, weil ich Horror... Ja, ich schaue einfach richtig gern Horrorfilme. Nintendo oder PlayStation? PlayStation, weil...
Weil ich nie ein Nintendo hatte. Das klingt jetzt blöd, aber ich hatte nie ein Nintendo. Ich hatte früher, also dachte meine, also wenn man so ein Auto rumfährt, halt irgendwas zum Spielen, da hatte ich früher eine PSP. Aber Nintendo hatte ich nie wirklich. Und ich hatte auch nie eine Wii. Jetzt fühle ich mich richtig Außenseiter-like. Okay, also PlayStation. Canon oder Nikon? Ja, Canon, weil ich finde, ich weiß nicht. Ich komme damit einfach besser zurecht als mit Nikon. Ich weiß auch nicht. Vielleicht stelle ich mich für Nikon einfach zu blöd an. Aber ich mag Canon einfach mehr. Kino oder DVDs? Kino, und das kommt jetzt richtig verfressen rüber. Weil ich, also in meinem Kino in der Nähe, da gibt es so coole Nachos. Und ich liebe die einfach. Und die während so im Kino zu essen, also so im Kino zu sitzen und die dann so zu essen, ey, boah, nichts über das, ey, ganz ehrlich. Deswegen mag ich Kino lieber. Weihnachten oder Geburtstag? Weihnachten, einfach aus dem Grund, weil ich bekomme so oder so Geschenke. Nein, Weihnachten, weil ich finde, ja, ich finde es einfach so richtig cool, ist, man ist so im Warmen, ne? Das stellt man sich so geil vor, man ist im Warmen, ist mit der Familie ein bisschen und ja, weiß nicht, ich finde es einfach cooler. Weiß nicht warum, ist einfach so. Und Geburtstag finde ich auch ganz cool, aber Weihnachten finde ich cooler. Am liebsten mag ich übrigens Silvester. Einfach weil ich das, ich weiß nicht, ich habe schon von Kindheit an, habe ich Silvester übelst gemocht. Aber das gehört ja nicht zur Frage, denn die nächste Frage ist Zocken oder Skaten? Kommt auf die Jahreszeit drauf an. Also ich skate ja nicht, ich habe ein Longboard. Damit fahre ich aber sehr viel rum. Also ich longboarde sehr viel. Aber, also im Sommer würde ich eher sagen, longboarde ich ziemlich viel. Aber im Herbst longboarde ich fast überhaupt nicht mehr, weil ich es einfach richtig behindert finde. Im Frühling, naja, ich habe mein Longboard jetzt erst seit einem halben Jahr. Ich kann es nicht beurteilen, wie es im Frühling sein wird. Ich werde es dann sehen. Aber im Winter kann ich ja gar nicht, weil überall Schnee liegt. Deswegen im Sommer eher mehr Longboarden und im restlichen eher mehr Zocken, würde ich jetzt so geschätzt sagen. Nacht oder Tag? Eindeutig Nacht. Ich bin der übelste Nachtmensch. Ich liebe die Nacht einfach. Ich gehe, dann gehe ich, also wenn ich wirklich lange Ferien habe, also so ist das lange, 2 Wochen, dann stellt sich mein Schlafrhythmus so dermaßen um. Ich gehe um 4, 5 Uhr schlafen und stehe um 14 Uhr wieder auf oder sowas, ne? So, Beziehung oder Single? Single, weil ich, ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so der Beziehungsmensch. Ich finde es als Single einfach chilliger. Keine Ahnung wieso. Disney oder Looney Tunes. Ich weiß nicht, was Looney Tunes ist, deswegen Disney. Apple oder Microsoft? Ja, Microsoft. Also, wieso habe ich das überlegen müssen? Eindeutig Microsoft. Ich finde es einfach benutzerfreundlicher. Aber ich habe gehört, dass beim Schneiden Apple besser sein sollte. Und deswegen finde ich jetzt Apple auch nicht so schlecht. Also, es gibt so diesen Apple-Hate und ich verstehe den auch nicht so ganz. Also, mein Gott, jeder soll das nehmen, was er will. Wo war ich jetzt? Hier. Baden oder duschen? Eindeutig duschen. Jetzt könnte ich als Argument nehmen, weil duschen schneller geht. Ist auch so, aber bei mir nicht ganz. Ich stehe locker immer 10 Minuten unter der Dusche. Ich denke, wenn ich unter der Dusche stehe, dann denke ich einfach über die ganze Welt nach. Ich weiß nicht wieso. Da philosophiere ich einfach vor mich hin über irgendwelche Themen, die keinen Sinn ergeben. Aber ich dusche arschlange, aber ich dusche lieber, als ich baden gehe. Keine Ahnung. Ist einfach so. Wie oft habe ich in diesem Video jetzt eigentlich schon ist einfach so gesagt? Okay, weiter. Batman oder Spider-Man? Batman, weil ich finde Batman einfach cooler. Einfach wegen den Charakteren an sich. Also wegen den Schurken zum Beispiel. Zum Beispiel wegen Joker. Joker, ich liebe den Typen. Oder wegen, ja, Scarecrow oder, wahrscheinlich sagen euch diese ganzen Namen jetzt einfach nichts. Aber ich finde Batman cooler. Spider-Man ist auch ganz cool. Aber ich finde DC allgemein cooler als Marvel. So. Dunkin' Donuts oder Starbucks? Ich würde geschätzt sagen Starbucks, weil, keine Ahnung, es hat sich so mein Gehirn eingeprägt. Starbucks muss einfach cool sein. Ich war zwar noch nie in einem Starbucks. Warum? Weil der nächste Starbucks von mir arschweit weg ist. Aber ich weiß nicht, wo der nächste Dunkin' Donuts ist. Und deswegen würde ich sagen Starbucks, weil da weiß ich wenigstens, wo der nächste ist. Was? Ach so, gestylte Haare oder Mütze?
Ja, ganz einfach, Mütze mit gestylten Haaren. Das ist es, was man braucht. Nee, gestylte Haare an sich habe ich lieber. Aber im Winter, nämlich habe ich halt, ich habe so eine coole Mütze und die setze ich auch oft mal auf, wenn ich daheim bin, einfach so zum Chillen. Also ich würde einfach sagen, beides. Fertig. Außer im Sommer natürlich dann gestylte Haare, ne? Manga oder Comics? Manga. Einfach aus dem Grund, dass ich Dragon Ball richtig cool finde. Deswegen Dragon Ball. Also, deswegen Mangas. So, jetzt haben wir es. Und die letzte Frage: YouTube oder Fernsehen? Ich glaube, ich kenne. Also, ich glaube, niemand wird hier auf Fernsehen antworten. Es ist ganz einfach YouTube, weil es da einfach viel mehr gibt, was mich interessiert. Und es da nicht diese ganzen behinderten Werbeunterbrechungen gibt. Und ich hier schauen kann, wann ich will, wo ich will. Und weil Fernsehen einfach immer beschissener wird zur Zeit. Also es gibt so viele neue Serien, die einfach so kacke sind, wenn ihr mich fragt. Aber es gibt auch noch Serien, die schaue ich zum Beispiel noch im Fernsehen, wie Zirkus Halligalli. Das ist, also das schaue ich ziemlich oft. Was heißt ziemlich oft, das schaue ich immer. Oder Two and a Half Men oder sowas. Ja, also ich schaue noch Fernsehen ab und zu, aber dann nur ProSieben oder sowas. Und vor allem The Walking Dead. Also halt Sitcoms oder sowas, da schaue ich eher. So Nachrichten schaue ich überhaupt nicht. Also wenn ich mich nachrichtentechnisch informieren will, dann gehe ich ins Internet und fertig. Und sonst schaue ich alles auf YouTube. So, das war's auch schon von den Fragen. Wir haben jetzt 12 Minuten. Das sollte eigentlich ganz okay sein, finde ich. Ich darf jetzt die nächsten drei Leute taggen und ich tagge zu einem. Ja, wen tagge ich denn? Den lieben Janni Boy Let's Play. Den lieben Henrico TV. Und den lieben Seven Plays. Süßer Boy, Seven. No homo. Okay, sowas sollte ich nie wieder machen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Morgen kommt normalerweise, wenn ich schaffe, ganz normal wieder ein Video. Da, ja, das interessiert bestimmt nicht alle, diesen 30-Fragen-Tag. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal so zwischendrin gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das sollte morgen sein. Bis dahin. Ciao, Leute.